Krähen, genauer Nebelkrähen, keine Raben, aber Rabenvögel, umgangssprachlich auch allgemein Raben genannt. Die wohnen hier, das ist kein Zufall. Hier gehen viele Leute lang, zu den Schiffen oder von den Schiffen am Wannsee. Es gibt ein Kiosk, es gibt Pommes und andere Snacks. Irgendwas fällt immer ab. Und sie haben auch gelernt, die Abfalleimer auszuräumen. Ich habe mal freiwillig etwas von meinem vegetarischen Döner abgegeben. Da hatte ich gleich einen neuen Freund, der mich beim nächsten Mal wiedererkannte und auf meinem Weg begleitete. Kra, kra. Die Sprache der Raben, die so ähnlich auch die der Krähen ist, hat Christian Morgenstern in einem Gedicht eingefangen. Liebeserklärung des Raben Ralf an die Räbin Luise Brucksack. Tor, 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 Brucksack, Brucksack. Kokoloko, klokoko. Serbo, serbo, Brucksack, Brucksack. Kol krekolo, krekloko. Kar, kar, Brucksack, Brucksack. Kalakaka, kralkaka. Die können nicht nur Kra-Kra, die können auch unglaublich zärtlich wispern, wenn sie zu zweit im Baum sitzen. Jetzt nur einer. Aber das oben ist ihr Heimatbaum. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich nicht glauben, dass es Krähen sind. Kann es sein, dass differenzierte Sprache ein Zeichen für Intelligenz ist? Wie intelligent die sind, weiß jeder, der ihnen eine Weile zuschaut. Auch ich habe sie schon mit Nüssen hochfliegen sehen, um sie runterfallen zu lassen und dann unten bequem die Krümel aufzupicken. Oder wie sie einen zu langen Zweig knicken, damit er besser transportierbar ist und ins Nest passt. Würden sie auch ihre Umwelt ruinieren, wenn sie es könnten? Manchmal scheint mir, sie schauen ein wenig auf uns herab von den Bäumen. Das soll Intelligenz sein? Aha, kra kra.